Gutes Fußballwetter haben wir ja hier. Sie sehen es. Willkommen zu dieser Partie heute Abend. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer. Ich bin Wolf Fuß und ich darf das Ganze mit dem Kollegen Frank Buschmann für Sie kommentieren. Auf dem Programm steht heute eine interessante Begegnung. Dänemark gegen Nordirland. Wir freuen uns auf diese Begegnung, Wolf. Das verspricht eine Menge Spannung. Es geht los in dieser Partie. Anstoß haben die Dänen. Das ist die heutige Aufstellung der Dänen. Torhüter ist heute Kasper Schmeichel. Simon Kjær spielt mit Andreas Christensen in der Abwehr. Pierre-Emil Højbjerg steht mit Christian Eriksen im Mittelfeld. Und im Sturm sollen es in dieser Partie heute gleich drei Stürmer richten. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Boah, kein Tor, was für Kopfball. Er hätte ein Tor verdient gehabt, aber wir sehen es, der Ball geht am Ende knapp daneben. Schöner Angriff, da haben sie mehrere Optionen. Das ist die Chance zum Führungstor. Er ist da, geht sofort runter, überhaupt keine Gefahr. Ecke in die Mitte. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Da kommt der Pfiff, Freistoß. Andreas Koff-Olsen. Guter Spielaufbau. Eriksen. Gute Chance jetzt. Da muss er hin und holt sich den Ball. Tolles Zuspiel. Erstmal hier der Ballverlust. Und jetzt der Schuss. Da ist der Ball drin, aber zählen wird dieses Tor nicht. Buschi, Fahne oben. Klar, abseits. Gut gesehen von den Unparteiischen. Das war knapp, das war eng, aber die richtige Entscheidung. Melle. Eriksen jetzt am Ball. Jetzt kommt die Flanke. Blockt den Schuss erstmal ab. Oh, knapp. Schöner Vorstoß, das könnte durchaus gefährlich werden. Riesenchance. Und da treffen sie das erste Tor heute. Ein tolles Ding. Und den Ball wollte er genau so haben. Bei dem Schuss hat alles gepasst.
So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Christian Nørgaard. Eriksen jetzt. Højbjerg. Jetzt die Flanke. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Die Däne mit dem Freistoß. Ja, es gibt keine Karte. Aber eins ist klar, noch so eine Aktion und dann reicht eine Ermahnung nicht mehr aus. Ball kommt aufs Tor, aber das ist keine echte Torgefahr. Schlussphase in diesem Spiel, in dem die Gastgeber momentan knapp hinten sind. Ich glaube, da wird es durchaus lauter werden in der Kabine, denn diese Schwächen, die müssen sie dringend abstellen. Ein Tor hinten und die Mannschaft kann mehr. Sie kann deutlich mehr. Sie zeigt es eben heute bisher noch nicht. Sie müssen ihre Stärken auf den Rasen bringen. Die Ecke kommt. Schöner Kopfball und der war nicht einfach zu halten. Allerdings, der hätte gepasst, aber der Torhüter passt klasse auf. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Johnny Evans. Sie gehen schon früh drauf, gehen auf Ballgewinn und werden dafür belohnt. Er hat weiter den Ball. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Diese Chance haben sie mehr oder weniger verschenkt. Genauso ist es, Wolf. So einfach dürfen sie es ihm nicht machen. Nachspielzeit wird jetzt angezeigt. Es gibt noch 2 Minuten obendrauf. Vorteil für die Dänen. Andreas Korf-Olsen. Das ist die Chance. Der ist nicht drin. Kaum zu glauben eigentlich. Kompliment. Großes Kompliment an den Torhüter. Gelb gibt es hier auch noch. Grund war diese harte Aktion eben. Ecke kommt ins Zentrum. Da konnten sie nichts draus machen. Das war's für diese erste Hälfte. Wir hören den Pausenpfiff. Von ihm kommt bisher zu wenig, das muss man so sagen. Wenn sie hier noch was reißen wollen, dann muss mehr von ihm kommen. Die Spieler sind zurück. Die zweite Hälfte beginnt. Jede Menge Platz auf dem Flügel. Diesen Ballverlust hat er förmlich erzwungen. So langsam wird es gefährlich. Steven Davis. Da gehen sie entschlossen dazwischen. Partie ist unterbrochen, es gibt Einwurf. Bei ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. Guter Pass jetzt. Das ist jetzt eine Chance. Schön gehalten, aber Ball weiter im Spiel. Aber was macht die Abwehr da? Erst die schöne Parade, aber dann pennen die. Dann bekommen sie den Ball nicht raus. Logische Konsequenz, dieses Tor. Wiederholung zeigt uns zunächst die gute Parade, richtig gute Parade. Aber der Ball kann nicht geklärt werden und das ist eben gefährlich. Nächste Chance, das ist dann abgebrüht und der Ball ist drin. . 2:0 steht es hier. Sie machen einen guten Eindruck. Da ist der Ball weg.
Jetzt könnte es gefährlich werden. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Sie spielen steil, gefährlich. Er macht ihn rein, leeres Tor. So einfach dürfen sie es ihnen natürlich nicht machen. Das nutzt er aus. Da freut er sich. Ja, aber dann gibt es auch keine Gegenwehr. Und dann fällt so ein Tor, wir sehen es ja hier in der Wiederholung, schläft die komplette Abwehr. Sieht man auch nicht ganz so oft. Sie können sich hier weiter absetzen mit diesem 3:0. So kann er da nicht hingehen. Ist absolut gelbwürdig. Er zeigt ihm die gelbe Karte. Foul war's und dann geht auch die Karte in Ordnung. Und da ist das Tor. Hier ist die Szene nochmal. Erst das gelungene Kurzpassspiel und dann macht er das perfekt. Entscheidet sich für die kurze Ecke und damit hat der Keeper nicht gerechnet. Drei-eins heißt es also jetzt. Steven Davis. Er war entschlossen, da an den Ball zu kommen und er hat ihn. Da hat er den Vorteil abgewartet, aber es wird nichts draus. Also doch Freistoß. Ja, sie können erstmal klären. Da muss er hin und holt sich den Ball. George Saville. Und er geht am Gegenspieler vorbei. Oh, ist da stark. Kein Tor. Aber abseits. Wir schauen rüber an die Linie. Fahne ist oben. Völlig zu Recht. Ging sofort hoch. Alles korrekt gesehen. Und jetzt erleben wir hier den Wechsel. So, gleich kommt hier der Schlusspfiff in dieser Partie, in der ein klarer Rückstand für die Gastgeber auf der Anzeigetafel steht. Mit zwei Toren sind sie hinten und in der Form, Wolf, in der heutigen Form geht da nichts mehr. Also aus dieser Niederlage werden sie lernen müssen. Man hat deutlich gesehen, wo die Schwächen liegen. Da ist Verbesserung. Er schießt! Das macht er sicher. Sie wechseln aus. Ecke wird kurz ausgeführt. Der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. Er hat den Ball gehalten, aber Szene geht weiter. Erst diese herrliche Parade, jetzt noch diese sichere Aktion hinterher. Gute Szene. Da wissen Sie natürlich, bei wem Sie sich bedanken müssen. Sonderlob hier für den Keeper. Und nun Eriksen. Freistoß. Und wenn er Pech hat, fliegt er jetzt vom Platz. Er muss runter. Für das Foul zeigt ihm der Unparteiische die zweite gelbe Karte. Ja, da hätte er sich natürlich zurückhalten müssen. Zu spät für das Foul muss er natürlich vom Platz. Ball beim Keeper. Viel ist nicht mehr auf der Uhr. 2 Minuten noch. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Den Ball hält er fest. Gute Aktion. Gute Balleroberung hier. Oh, das könnte was werden.
Da ist das Tor und damit sind sie in dieser Schlussphase fast wieder dran. Eins fehlt noch. Da ist dieses Tor nochmal. Kleiner Hoffnungsschimmer, aber sie liegen immer noch hinten. Die Frage ist, geht noch was? Lange dauert die Partie nicht mehr. In diesem Moment ist die Partie zu Ende. Für die Gastgeber gibt es heute also eine Niederlage. Denkbar knapp verlieren sie hier. Das wird sie ärgern. Man hatte so den Eindruck, da war mehr drin. Das wissen sie natürlich auch. Ich glaube, im nächsten Spiel treten sie wieder anders auf. Er hat heute wirklich gut gespielt, Buschi. Schönes Spiel, schöne Leistung. Tor gemacht, Sieg eingefahren. Und es gab ja weitere gute Szenen. Hätte hier durchaus noch mehr machen können als diesen einen Treffer. Da hat so ein bisschen das Glück gefehlt. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Boah, kein Tor. Was für ein Kopfball. Er hätte ein Tor verdient gehabt, aber wir sehen es, der Ball geht am Ende knapp. Das ist die Chance zum Führungstor. Er ist da, geht sofort runter, überhaupt keine Gefahr. Und jetzt der Schuss. Da ist der Ball drin, aber zählen wird dieses Tor nicht, Buschi. Fahne oben. Klar, abseits. Gut gesehen. Blockt den Schuss erstmal ab. Boah, knapp. Schöner Vorstoß, das könnte durchaus gefährlich werden. Riesenchance. Und da treffen sie das erste Tor heute. Schöner Kopfball und der war nicht einfach zu halten. Allerdings, der hätte gepasst, aber der Torhüter passt klasse auf. Andreas Koffholsen. Das ist die Chance. Der ist nicht drin, kaum zu glauben eigentlich. Kompliment, großes Kompliment. An den guter Pass jetzt. Das ist jetzt eine Chance. Schön gehalten, aber Ball weiter im Spiel. Aber was macht die Abwehr da? Sie spielen steil, gefährlich. Er macht ihn rein, leeres Tor. So einfach dürfen sie es ihnen natürlich nicht machen. Das nutzt er aus. Er zeigt ihm die gelbe Karte. Foul war's und dann geht auch die Karte in Ordnung. Das Tor. Er schießt. Das macht er sicher. Sie wechseln aus. Und nun Eriksen. Er muss runter. Für das Foul zeigt ihm der Unparteiische die zweite gelbe Karte. Oh, das könnte was werden.